Hallo und willkommen zurück. Hier bin ich wieder. Ein neuer Tag, ein neuer Part. Hoch die Hände, Wochenende. Ja, wir sind wieder da. Wir haben hart aufs Fressbrett bekommen im letzten Part. Und dabei dachte ich mir, was passiert, wenn du ein Pokémon angreifst? Du kriegst Statik. Als Beispiel. Hot Pants hat Expidermis, das heißt, wir haben eine ein Drittel Chance, 33% Chance, nicht Statusveränderung zu bekommen. Cool, dass das hohes Gras ist. Oh, Flabébé, nein, komm, nein, bitte. No, 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 wir müssen hier ganz schnell weg. Typ Fee ist nicht so gut für uns. Das haben wir feststellen müssen. So, wir haben hier einen Gegner. Und im letzten Part haben wir Fernando verscheucht aus seiner Arena. Er ist gen Westen in den Wisp, in den Flüsterwald gerannt. Und das müssen wir jetzt ich wollte sagen rückgängig machen, aber gemeint war, wir müssen ihn wiederfinden. So, Voltilam. Hopp. Kurz mal von den Füßen geholt. Zeit für ein Faint Attack. Ach ja, heftig, heftig. Aber gefällt mir. Gefällt mir. Bis jetzt macht das Spiel alles richtig, dieser Hack. Schwierigkeit finde ich auch perfekt. Ha. Da unten war eine random Fläche. Die inspektionieren wir, wenn wir wiederkommen. Lanessa mit Trassla. Und da mit Fiend Attack. Ach ja, heftig. Snubbul. Ich weiß gar nicht, ob Snubbul müsste aber schon vom Typ Fee sein. Oh, Intimidate auch noch. Wir probieren aber mal ganz kurz unser Glück. Ja, genau. Alles klar. Dann ist er schon Typ Fee. Nicht mehr normal. Critical Hit. Ich weiß gar nicht, wenn er vom Typ Fee ist, dann können wir uns Fiend Attack auch sparen und wir switchen zu Peng Peng. So, Critical Hit! Hier regnet's Critical Hits. Wir haben Lanessa besiegt. Sie hat Schiss, in den Flüsterwald zu gehen. No way! Bumblebee. Also, ich bin gespannt bisher. Awesome. Shit, der ist doch... Nee, stimmt, der ist nicht vom Typ Fee. Aber seine Weiterentwicklung, oder? Weiß das einer gerade zufälligerweise und kann mir das live sagen? Haha, natürlich ist da ein Netzball drin. Was haben wir hier oben? Noch eine Potion. Wir haben ein paar getrunken in den letzten Part. Im letzten Part. Und diese Stelle erinnert mich übrigens an Kanto, an den Mondberg. Da gab es auch, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber unten die Nidoran-Fläche, Area. Bumblebee mal kurz weghauen, links, rechts, Low-Kick. Unser Peng-Peng ist nämlich jetzt einfach mal Level 15. Also, ein bisschen Nachholbedarf hier für Hot Pants. So, Wisp Forest. Oh, das sah ja mal geil aus. Cool, dann weiß ich ja schon, was mich hier wahrscheinlich erwarten wird für Pokémon. Oh. Geil. Geilomatico. Geil. Ich weiß nicht, was ich hier alles so in mein Team nehmen soll. Vielleicht wäre so ein Geist gar nicht so uncool. Mal gucken, was hier noch so herumschwirrt. Mal sehen, ob wir unser Team bei Part 10 fertig haben. Ah, hier der Pumpkin. Der ist geil.
Der ist eigentlich cool. Nehmen wir den ins Team? Pumpkaboo? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es in die Kommentare. Ah, Kopfnuss, da bist du ja. Kopfnuss, cool. Sand Attack. Ich mach mal Silberblick weg. Ist zwar nicht schlecht, aber Silberblick ist Silberblick, wie ihr wisst. Keine große Diskussion an dieser Stelle. Oh. Also, guck mal. Ich sag's nochmal. Wenn wir dieses Pokémon jetzt in Shiny finden, dann nehme ich's ins Team. Deal? Deal? Deal. So. Das ist schon mal ganz geil. Kämpfen! What was that noise? It's me. Knock, knock. Dimitri. Dimitri. Holy, wow, in einem super epic Ball. Das Geile ist, also das Ding ist, dass wir eigentlich, okay, unser Moveset ist schon ganz nice. Jetzt für den Anfang des Games. Ah, sehr geil. Kokuna da auch noch, das finde ich super. Härtner, 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 immer schön Härtner einsetzen. There we go. That's what I wanted to see. Okay, nice. So muss ein Hack einfach sein. Die Vielfalt ist awesome. Also für alle, ich denke mal, dass der Download-Link in der Beschreibung unten ist, unter diesem Video. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, aber ich denke nicht. Was? Wie kann man denn nicht mutig genug hier sein, hier zu sein, wenn du doch schon mittendrin stehst? Oh, Burmi, Burmi. So, auf Burmi habe ich erstmal keinen Bock. So, das Geile an diesem Hack ist... Oh, was war denn Cleansed Hack? Ist das nicht, ist das nicht... Ah... Was sagst du dazu? X-Attack? Okay, cool. Ja, stimmt. Das war übrigens schon ein Argument, das ich vergessen hatte im ersten Part. Zickzacks ist deswegen König der Sklaven, weil er... Das klingt übrigens so falsch, aber hey. Weil er auch Mitnahme hat. Was eine Fähigkeit. Flashbacks gehen zurück an Rubin Saphir. Damals, als man in der ersten Route auch wie hier Zickzacks fangen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch... Ja, das war so klar. Ob ihr das auch gemacht habt. Ich habe damals... in Rubin Saphir... habe ich damals mir als allererstes 5... Und das ist kein Joke. Mit den 5 Pokébällen. Ah, cool. Habe ich mir erstmal schön... ein Team aus 5 Zickzacks gefangen. Das ist kein Joke. Das ist jetzt wirklich no joke. Ich hatte mein Starter-Pokémon und 5 Zickzacks. Meistens Hydropieren. Nein, ich hatte auch Gekabor. Gekabor, beide sehr cool. Gewaldro war eins meiner ersten Lieblings-Pokémon. Muss ich tatsächlich sagen. Ah, der kleine Mann. Knospi, sein Name. Übrigens, an dieser Stelle sei noch erwähnt, ich freue mich sehr, unendlich sehr, auf Pokémon Masters. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Part hochgeladen sein wird. Ich denke aber auf jeden Fall noch vor Pokémon Masters. Was haltet ihr davon? Oh, ganz schön viele Zerschneider-Parts. Da müssen wir ganz schön aufräumen. Was haltet ihr von Pokémon Masters? Ich finde die Idee wahnsinnig cool. Endlich mal quasi das Spiel dreht sich um und wir fangen nicht Pokémon, wir fangen echte Menschen.
So weit ist es schon gekommen. Oh, hi, Fernando. What are you doing there? Oh, das, was ist denn das für ein Item? Ach, er hat mir den Orden gar nicht gegeben. Lol, ich bin hier so ganz fröhlich. Und er hat mir den Orden nicht gegeben. Ey, du und ich, ne? Das wird eine richtige Hassfreundschaft, mein lieber Fernando. So, das müsste ja Zerschneider sein. Boah, Leute, die Stellen, die wir zerschneiden können. Und jeder, der mich kennt, weiß, jetzt kommt die Aufräumarbeit. Story weiterspielen? Nein, Ander geht jetzt an jede Stelle zurück, wo es Zerschneider gab. Cool Silent. Ich weiß nicht, ob ich so cool bin und ich weiß nicht, ob ich so ruhig bin. Aber viel Glück, Fernando. Du wirst es schaffen. Du hast fucking nervige Feen in deinem Team. Und fucking Peng Peng klatscht einfach am Hintern von ah, das war so bitter von Pipi. Oh, das war so... Oh, das gibt mir Flashbacks. Dunkle Flashbacks an gestern. Alles klar. Das wäre erledigt. So, Slavus Maximus Potion. So, aufgepasst. Wir haben bekommen. Haben wir eigentlich eine TM bekommen? Ja, ne? Ey, der hat mir die TM nicht gegeben. Alle sind, also alle bis auf Hotpants sind Ava ist vom Typ Käfer, cool. Aber unser Zickzacks wird Meister der VMs sein. Wieso hat er mir die TM nicht gegeben? Irgendjemand meinte doch zu uns, dass es eine Feenattacke gibt. Du, oder? Warte mal, die reden ja was anderes jetzt. Sehr cool. Cool, er kennt mich jetzt. So, wir müssen natürlich hier weiter. Aber es gibt noch so viele Stellen mehr, die ich zerschneiden will. Was sagt er? Ist er eigentlich noch gleich? Er ist noch immer hier, ne? Und flamed. Wie kann man sein Dad so beleidigen? Das ist ja echt heftig, heftig. So, ich will mir aber hier diese Route angucken. Trainer! Fresh Air. Harry. Funby. Geil. Lol, was? Level 4? Momentchen. Hallo. Wie jetzt Level 4? What? Oh, der kleine Minimann. Oh, ruckzuck gib in mein Gesicht. Dein Ernst? Meanwhile, Ander einfach so, ja, ich hab hier super Death, ne? Ich hab hier so ein Wesen, das heißt pfiffig. Und, ja, boom, in meine Fresse. Okay, 80 Cash. Ja, Fresh Air, okay, cool. Was habt ihr so? So, wo geht es hier lang, Alter? Wie groß ist... Was ist hier los? Boah, was ist denn das für ein Übergang? Geil. Was hast du? Skiddo? Skiddo! Skiddo, du alter Penner! Zeit für Fiend Attack. Ich denke nicht, dass er ein Fädengeizbock ist. So, dich haben wir auch besiegt. Stark. Was ist denn hier? Hier ist was. Hier ist was. Ich werde jetzt das ganze Gras absuchen. Chicken! 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 Intimidate? Nee, du hast kein Intimidate. Du bist nicht der echte Chicken. Hier gibt's Chicken. Ich glaube, ich nehme Chicken in mein Team. Oder? Was war das? Was war das? Da war gerade eine Textbox. Leute, es gibt alle Flug-Pokémon auf jeden Fall. Das finde ich geil. Wo ist Habitak?
Da war doch eine Textbox. Oder war das Bug? Schicken! Intimidate? Geil. Das Problem ist, wir haben schon Unlicht. Und ich hab noch etwas im Hinterkopf. Da war eine Textbox. Oh. Ah, geil. Geil, Blutzug. Okay, ich habe das Gefühl, hier sind sozusagen seltene Pokémon. Wie mache ich das jetzt, ohne ihn zu töten? Geht das mit Low Kick? Ja, das geht mit Low Kick. Fange ich ihn? Fange ich ihn? Was sagt ihr in den Kommentaren? Fangen wir ein. Ich hab eine Idee. Ist das eine Beleidigung mit dem Netzball oder war das schon immer so? Oh mein Gott, das hat Herzchen. Ja, ihr müsstet jetzt mein Gesicht sehen, also ich weiß ja nicht. Ich nehme dieses Pokémon jetzt einfach kurz. Passenden Namen habe ich für ihn ja schon. Müsste sogar passen gerade so. So. Ja, es passt perfekt. There we go. Blutzucker. Das ist eigentlich schon geil, ne? Was ist das für ein Wesen? Attack? Statt Special Attack. Ist das richtig? Ist das nicht voll falsch? Eigentlich ist Blutzucker schon geil. Und ich glaube, wir nehmen Blutzucker ins Team. Steht da eigentlich auch, wo wir ihn gefunden haben? Okay, es ist einfach Arrows Road. Okay, geil. Okay, wir müssen uns merken, immer wenn so ein Grün zwischen, ihr seht die Maus jetzt nicht, zwischen zwei Bäumen oder Orten ist, da werden wir das finden. Eine geheime Passage. Cool gemacht. Auf jeden Fall. Oh, wer bist du? Wer bist du denn? Schinken. Ha. Geil. Cool. Töte ich einen Schinken? Nein, das tue ich nicht. Das ist ja auch interessant. Ah, nicht schlecht. Haben sie gut gemacht. Die Wegsperre gefällt mir. Also, ich werde jetzt in den nächsten 3 Minuten, folgenden Plan habe ich noch. Ich werde den Flüsterwald auseinandernehmen. Leute, ich werde ihn auseinandernehmen. Ich möchte übrigens noch kurz gucken, was unser Blutzucker hat. Poison Fang habe ich gesehen. Und Konfusion, stimmt, das ist ja so ein Ding. Also Poison Fang ist natürlich sick. So, ich werde die Attacken so sortieren. Also Poison Fang haben wir. Das ist natürlich geil. Oh, wisst ihr was? Blutzucker wäre ja mega stark gewesen für die Arena. Fällt mir gerade so auf nebenbei. So ganz nebenbei. So. Was wir jetzt machen werden, ist, ich werde ein bisschen Blutzucker trainieren und den Flüsterwald auseinandernehmen. Ich werde jeden Baum, jeden, ja, haltet mich für verrückt, ja, das ist das erste Mal, dass ich das von euch höre. Ich werde jedes Mal, jeden Baum auseinandernehmen, jeden.
und dabei Blutzucker drin. Voltilan. Beiß ihn. Ach Gott, wir haben den... Oh, wir haben das Herzchen. Nein! Scheiße. Beiß ihn. Nein, Blutzucker! Blutzucker! Alter, scheiße! Das ist schlecht. Das ist gut. Oh mein Gott. Oh je, oh je, oh je. Oh no! Oh no! Kann ich dir das hier geben? Oh nein, wir haben keinen... Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Planänderung. Ich gehe einkaufen. Wir gehen einkaufen. Leute, ich fange langsam an, ein Trauma zu haben, was hier so Direct Physical Hits angeht. Das ist wichtig. Ich brauche ein paar Paralyzed Heals. Ich werde nicht mehr. So, Paralyzed Heal, direkt mal saufen. Nein, wie ihr alle wisst, echte Pokémon-Trainer wissen, dass alles gesprüht wird auf Pokémon. Moment, hier war... Ah, wir wollten das hier noch checken. Ah, Kraxler. Hier gibt es eine Kraxler-Stelle. Ja, dann liegt hier wahrscheinlich nichts rum. Also, wir haben auf jeden Fall in diesem Part Fernando befreit von seinen finsteren Träumen und wir haben einen Blutzucker geholt. So, bevor wir hier was Falsches machen, will ich ihn einmal mit Confusion besiegen. Aber das dürfte nicht allzu viel Damage machen. Oh mein Gott! Goddammit! Nein, mir geht's gut, alles cool. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Ein Geist klatschen wir noch. Gott, verdammter Mist aber auch hier. Ups. Das ist echt geil. Ich finde, dieser Zwischenscreen ist echt, echt gut gelungen. So, wir haben ein Pumpkin. Pumpkin. Oh shit, oh no, Leute, ey, ihr macht mich fertig, ihr macht mich fertig. Blutzucker. Ihr macht mich fertig. Oh ja, gut, sehr gut. Oh, nicht gut. Warte mal, von welchem Typ ist Pumpkin? Wait, 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 wait. Was für ein Typ ist Pumpkin? Unlicht, oder? Unlichtgeist. Nee. Lol. Fragen über Fragen. Das kann nicht undicht sein. Na gut, wir erleben noch ein Level up und verabschieden uns aus dem Wald. Wir wollen den Part nicht zu lang machen, aber im nächsten Part gehen wir ein bisschen schnipp, schnapp, schneiden. Bis dann!